weiß ich wieder nicht. Ach, der Weg war so weit. Da ist auch ein Banner. Das will ich auch wegmachen. Wie komme ich denn da dran? Da ist ja schon Feuer drunter. Den Stuhl holen. Der schnarcht, aber der schnarcht gar nicht so schlimm. Auch da kenne ich Schlimmeres. Von manchen Leuten. Oh, die Feuer. Das klingt so, als wenn hier voll der Wind geht. Aber tut's ja gar nicht. Zündeln. Geht nicht. Geht doch. Ah, dann muss das... Mann, bin ich gut. Dann muss das an der einen Tür aber auch gehen. Da muss ich mir da irgendwas hochbauen. Ich meine, ich konnte ja auch hier unten lang jetzt, wenn ich wollte. Nee, ich konnte schnell in die Kanalisation. Die Tür ist immer noch nicht offen. Hätte ich gern. Wie werde ich ihn denn quitt? Ohne... Ja, ist ja gut, ich hab's kapiert. Nee, der hat mich ja nicht bemerkt, wenn ich hinter dem hergehe. Hm. Aber hier richtig? Ja. Den Schmied befragen. Und dann hole ich mir die Karten. Warum soll ich... Ja, obwohl ich die auch gern sammeln würde. Oder das letzte Rüstungsstück, dann könnten wir schon als Wache durchgehen. Watz ich mal darüber, das wird mir so golden angezeigt, so ins Gesicht. Welcher Turm ist das denn? Da wäre Treppe. Ja, der Hauptdings. Genau, jetzt kommt er gerade wieder. Klettern wir hier hoch. Kletter! Kletter schneller! Oh Mann, das war knapp. Was ist das denn hier? Stock. Druck ist leer. Warte mal, war das hier? Ja, gehen wir doch hier mal hoch. Ja. Nutzen wir die Gelegenheit. Ja, schnell gespeichert haben und trinken einen Schluck. Geht ja dann irgendwann doch auf die Stimme, ne? Wenn man da nichts trinkt. Das ist ja nicht gesund. Der sieht mich auch direkt. Warum stehe ich denn da so doof? So, jetzt flitzen wir da schnell hoch. Während er nicht guckt. Hier waren wir schon mal. Ja, ja, genau. Die Ecke kenne ich. Hier wurde mir die Rüstung angezeigt. Warum? Hä? War die Tür schon immer offen? Ach, hier sind wir. Dann ist die Rüstung hier drüber irgendwo. Weil unten wird die nicht mehr angezeigt. Das heißt, die muss noch da sein. Wie kommen wir denn hier nach oben? Oder halt weiter. Oder nach unten. Hier lang vielleicht. Ah, warte mal. Ach, hier sind wir. Stimmt, da hinten waren wir auch noch nicht weiter gucken. Oh. Hm. Doch. Warte mal, aber es ist, da sind wir schon hier ganz unten. Ärgerlich. Wir marodieren hier aber trotzdem ganz schön rum. Aber vielleicht kann ich ja hier... Gar nichts. Wir wissen, was da vor sich geht. Könnte ich auch ablenken. Von der Tür weg. Machen wir doch mal. Der hat mich fast gesehen. Ich wollte doch nur Stöckchen werfen. Ja, nimm das Stöckchen doch. Ach, das ist alles ein bisschen von der Steuerung. Geht ab. Oh, jetzt hat das hier direkt vorgeworfen, der Idiot. Schlauste Maus ist das nicht.
Doch, der hat da hinten geguckt. Hm. Er sieht mich schon wieder. Geh weiter. Ich will da rein. Hier kommt man gar nicht rein. Willst du mich verhohne, Piepe? Korridorschlüssel haben wir ja nicht. Schnell weg. Okay, haben wir das auch geklärt. Mein Gott, ist hier was los. Ja, nee, wer nicht probiert, der nicht studiert oder so ähnlich. Aber wo ist dann die Rüstung? Mögt ihr mir das mal verzählen? Vielleicht hier. Gab ja oben noch das Gegänge. Ja, kann sein, dass es sich hier verbirgt. Ich hätte schon gern die Rüstung komplett, weil dann könnte man den vorbeischlawinzeln und mal ein bisschen mit Ruhe hier ran. Waffenkammer, klingt logisch. Ja, aber da gibt es keine Karte von, okay. Oh, der Typ kommt da schon angetackelt. Da war unten, was war da unten nochmal? Da war auch was mit einem Schlüssel. Ich mag's hier in dem Wald. Hier könnte ich einfach nur rumstapfen. So als lustige Maus. Ah, sind wir ja. Wunderbar. Ah, herrlich. Richtig herrlich. Ah, ich kann's nicht. Oh, ich kann's nicht lassen. Ich find's schön. Ihr macht ja auch Screenshots die ganze Zeit, habe ich schon mal gefragt. Ja, aber ich finde es toll, dass man so machen kann und dann irgendwie so durchsortieren, Hälfte löschen. Und dann hat man das irgendwie als Erinnerung. Irgendwie, aber es macht. Oh. Neue Waben. Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Mein Freund. So nicht. So haben wir nicht gewettet. Da sind meine Stöcke. Jetzt kommt er echt bis hier runter und her hinterher. Ist das eine Drecksau? Aua, hat er mich gehauen? Fall ich um. Ich nehme aber den Holunderpilz mit. Kannst aber gucken. Ah, jetzt hab ich. Wo ist der? Jetzt kommt der nicht. Weiß ich was. Nur den blöden Stock nicht in die Hand. Ich habe keine Stöcker mehr, das ist das Problem. Muss ich Flaschen nehmen. Ich habe gerade das Rufzeichen gesehen, aber irgendwie beruhigt er sich auch mal. Das ist eine Falle. Oh, die Musik macht mich fertig. In der Flasche geht's direkt kaputt. Und ich drück wieder E und hab keine Flaschen mehr. Na gut. Dann nehmen wir das Milchkäppchen-Pilzchen auch noch mit. Weil es ist gewollt. Ja, jetzt renne ich hier vor Langeweile rum, weil ich nicht weiß, was. Was heißt Langeweile? Vor Ratlosigkeit, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich wollte eigentlich das Rüstungsteil suchen. Das hat ja nicht so geklappt. Birken. Ach, jetzt noch ein paar Tannen und ich wäre glücklich. Obwohl hier ein paar kräftige, wahrscheinlich sind das Eichen. Nee, was ist das? Sind das Eichen? Das weiß ich gar nicht. So, hier, das ist Farn. Und da oben, was ist das für ein Baum? Schnüffelt er an seinem Pups oder warum dreht er sich so um? Ich kenne die Blätter nicht. Doch, das sind so kleine gefiederte Lorbeeren. Nee, aber sind Eichen? Nee, Eichelblätter, Eichenblätter sind ja so. Das könnte eine Eiche sein. Sag ich jetzt mal so. Ohne Ahnung zu haben. Aber was anderes fällt mir auch nicht ein. Bringen wir erstmal die Bienchen nach Hause. Typen vorbei. Lösen den Trigger aus für die Musik. Gucken, was. Ah,
Oh, man kann sich retten, wenn man irgendwo runterrutscht. Finde ich gut. Aber das heißt, könnte ich hier auf Dauer auch mal abkürzen? Ihn haben wir ja schon umgehauen. Ist das hier der Weg? Ja, das ist ja der Weg zu unserer Bleibe. Nee, warte mal, wo war denn das? Hier lang? Jetzt bin ich verwirrt. Nee, war es nicht. Wo ging es denn da hin? Zu den Honigdingern hier lang, oder? Was lag da? Ein Brummer. Nee, wo war mein Honigwabending? Ein Stock. Da musste ich doch hier durch. Wenn man sich selbst so verwirrt. Nee, dann müssen wir hier lang. Ach ja, ja doch. Richtig, mich hat die Wache verwirrt. Das dachte ich, da ist doch keine Wache. Doch, doch, wir müssen hier an der vorbei. Und dann nochmal hier Bienchen. Kriegen wir direkt Honig, ne? Kommen wir hier wieder... Nein! Mach Honig! Was ist kaputt mit euch? Muss ich erst mit dem Stock euch verprügeln, oder? Na gut, dann erstmal kein Honig. Ich wollte den Schmied fragen, ne? Das war ja so eine Sache. Und nochmal hier. Einfach mal wild durch die Gegend stromern. Ja, hier waren wir vorhin auch. Mit dir will ich gar nicht reden. Aber wäre der kürzeste Weg, gehen wir da lang. Weil er ist nicht der Schlaueste. So, hopp. Ah, an der Kante bleibt er hängen. Aber macht ja nichts. Guck mal, da sieht er uns nicht mal. So blöd ist der. Wunderbar. So, mein Freund. Kann ich dir irgendwas weiterhelfen? Ein Rätsel? Das können wir nach dir suchen. Wonach suchst du denn? Nach Rosen, Depesch, Brummern. Ich muss eine Spinne finden. Genau. Ja, ich denke schon, ja. 4 Florin. Ja, hier. Na schön, lass mich überlegen. Eine der Wache war unten an der Kanalisation wegen... Ach, das geht dich nichts an. Ja, bestimmt irgendwelche Fickeleien hier. Aber geht mich ja wirklich nichts an. Aber als er zurückkam, hatte er Interessantes zu berichten und ein Lächeln auf den Lippen. Er sagte, die Spinnen seien bis in die alte Zisterne vorgedrungen. Er ist wohl nur knapp mit dem Leben davon gekommen. So heftig sind die. Aber das musste er ja auch sagen. Komm, ich zeichne dir auf deiner Karte in etwa ein, wo das war. Na schön, brauchst du sonst noch was? Ja, ich weiß nicht. Die Karte der Kanalisation haben wir. Nee, erstmal nicht. Kostet ja immer Kohle. Ich will das ja auch nicht alles direkt verballern. Karte. Und die Bücher. Das ist ja direkt am Eingang. Also musste ich mit ihm reden. Wahrscheinlich. Dann soll es so sein. Ah, ich habe noch eine Runde. Wenn er hier vorbei marschiert. Bin mittlerweile völlig lässig und ohne Angst. Ich mochte sonst das Angstgefühl, weißt du so? Oder nee, die Spannung bei Schleichspielen. Aber hier ist das jetzt mehr so... Man muss ja gar nicht mehr so viel... Also ich schleiche ja gar nicht mehr so viel. Man muss nur aufpassen. Ist aber auch okay. Irgendwie... Ich glaube, es ist auch nervig, wenn man jetzt hier die ganze Zeit schleichen müsste, immer dasselbe, weil man ja immer an denselben vorbei muss. Von daher ist es okay. In die falsche Richtung. Also, oh, das ist doof. Naja, haben wir das auch mal gesehen. Schön.
weil ich nach unten gedrückt habe wegen der Leiter. Oh. Man kann es einem auch unnötig schwer machen. Das ist also Schwierigkeitsgrad ist anders. Aber ich reg mich jetzt einfach nur auf, weil ich blöd war. Ja, was habe ich hier erzählt? Genau, Schleichspiel und tralala. Ne? Falls ich das jetzt zusammensteigen will, damit ihr nicht merkt, dass ich was anderes rede. Aber jetzt ist auch egal. So, ich drück runter. Läuft der automatisch? Ja. Aber hier, dann drück mal jetzt, guck mal die Kamera extra so. Warum zuckt er mit dem Kopf so? Stößt er sich mit der Nase an den Sprossen, oder? Ja, wahrscheinlich. Gut, also immer gucken, wo die Kamera läuft, sonst hat man Probleme. Ach, hier kommt das Viech gleich um die Ecke. Ja, ja. Nee, wir müssen gar nicht reden. Du kannst wieder gehen. Bleibt er jetzt alarmiert? Ja, wo ist er hin? Hm. Komisch. Sieht aber widerlich aus. Wurm mit ekligen Zähnen. Die gibt's ja wirklich so, ne? Das ist ja das Schlimmste. Also, ah, der ist noch hier! Ich dachte, hat der gewartet? Oder was? Boah, knabbert mich nur einmal an. Der ist noch sauer, weil ich ihn beleidigt habe das letzte Mal. Hat er da gewartet? Unglaublich, die hören mir heimlich zu wahrscheinlich. Der kleine Sack. Haben wir uns drei Möhren in den Kopf. Eine ins linke Ohr, eine ins rechte Ohr und eine ins Nasenloch, ins linke. So, was jetzt? Was wollte ich? Spinne suchen. Nachdem mich der Typ komplett verwirrt hat mit dem Egel. Also der Egel hat mich komplett verwirrt. Bin auf dem richtigen Weg. Sieht so aus. Dass die Karte so laut ist, ne? Schlipp, schlipp. Schlipp, schlipp. Ja, guck mal, hier war ich doch richtig. Nee, jetzt ist das da oben. Nee, hier. Ist das jetzt hier? Nee, sag nicht auf der anderen Seite. Ach komm, bitte nicht. Wie komme ich denn dann dahin? Gar nicht. Hier am Hebel drehen. Nee. Hm? Hier? Ah, hier sind auch... Ah. Ja gut, da ist die Spinne. Brauchst du eine Licht... Ja, dichte Spinnenweben. Die brennen wir mal weg. Ja, verbrennen. Und das wäre der Licht. Purpurroter Pilz. Ih! Die ist aber nicht lebendig, oder? Ja. Der Sound war jetzt ein bisschen, ja, während er angefasst hat, so ganz komisch und sie hat sich so be- ja. Nee, so dicke Spinnen finde ich nicht eklig. Die gliedrigen sind eher, aber finde ich auch nicht mehr so schlimm. Ich hatte als Kind Riesenphobie vor Spinnen. Mittlerweile, ich finde Spinnen so fies, weil die sind halt drauf ausgelegt, also physiologisch so gebaut, dass man sich erschrecken muss. Das sind ja auch lautlose Killer, sind ja hinterhältige Viecher. Nur heutzutage braucht man ja, also hier in unseren Breitengraden, keine Angst vor Spinnen zu haben. In anderen Ländern, da hätte ich Schiss vor denen. Zu Recht, weil die tödlich giftig sind teilweise. Aber hier? Aber die sehen halt so aus. Wo ging's draus? Ich habe ja jetzt die Probe, jetzt muss ich zu dem Typen hin. Aber sonst die Spinnen. Ja, ist halt die Wirkung. Muss man die Angst... Man muss halt wissen, was das dann für eine ist. Und dann mit Respekt behandeln. Aber mittlerweile lasse ich die Spinnen bei mir in der Bude drin, weil dann habe ich auch weniger Mücken. Super. Nee, hier war nicht die Abkürzung. Damals wäre das nicht gegangen. Naja, mit Panik und kaputtkloppen und dann lieber die Fliegen selber jagen. Schrecklich. Mittlerweile freue ich mich, dass wir da sind. Komisch eigentlich, ne, wie man sich so verändert. Und unmerklich. War von heute auf morgen, war das dann so. Hä? Was ist mit meiner Laterne? Also. Ich will mit dir reden. Ach so, warte mal, der war ja mit Effekt. Nun, was gibt es? Hier, ich habe eine Probe des Gifts gefunden. Wunderbar, wunderbar. Nun, es wird eine Weile dauern, das Antivenin herzustellen. Ich werde... 3 Stunden drauf.
Diese Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Kommt ihr dem Gegenmittel voran? Hörst du nicht zu, Maus? Ich sagte, ich möchte nicht gestört werden. Komm später wieder, der Gegenmittel. Ja, ja. Dann sollte ich jetzt gehen. Echt, jetzt 3 Stunden soll ich hier rumgammeln? Ich würde ja jetzt zu einem Bett gehen. Aber für 3 Stunden? Wie lange? Die Zeit kriecht schon, ne? Hat der kein Bett hier? Oh, der Affe, ey. 3 Stunden, wie spät haben wir es? 11 Uhr. 11 Antemeridian, also das ist vormittags. 11 Uhr mittags. Vormittags, morgens. Meridian oder Merida? Oh, ich hab's ja vergessen. Meridium? Das ist ja irgendwie Latein. Ist ja nicht Meridian. Das wäre ja Quatsch. Wo war jetzt hier die Abkürzung? Hier gab's so eine Abkürzung. Oder? Schon wieder vergessen. Ich glaube ja. Toll. Das war sie nicht. Das ist gemein mit der Kamera. Oh. Aber irgendwo gab es doch... Wo war denn der Weg? Der Weg raus. Gab es da nicht was? War ich doch gerade. Ach so, da hinten raus. Ja. Ja, muss... Will ich eigentlich, weil... eben eine Runde pennen, die 3 Stunden. Ich will das Gift haben. Obwohl, so eilig haben wir es auch nicht. Weil wir eh noch die Rüstung brauchen. Was haben wir denn neues Inventar? Schlüssel? Uh-huh. Brennereischlüssel. Achso, okay. Ja, stelle die Rüstung zusammen. Das ist das andere Problem. Warte, während er das Gegenmittel... Ja, ich warte jetzt nicht die ganze Zeit. Da kann er haken. Beinschienen. Die werden aber nicht hier unten sein. Müssen wir trotzdem nach oben. Müssen wir trotzdem da lang. Gut. Entscheidung ist gefallen. Nicht hier lang, sondern da oben lang. Er tappt so schön. Lalala. Ne, hier kam ich ja gar nicht so raus. Warte mal. Ne. Ich muss ja da lang. Doch, Moment, da gab's doch... Hä? Mich doch das Viech verfolgt. Wo war denn das? Egal, gehen wir halt hier lang. Irgendwie verwirrt mich gerade alles. Da war doch, wo war denn der andere Geheimgang? Naja, komm. Nee. Ja, ja. Der schon wieder. Ja, genau, der Geheimgang, den muss ich mir mal merken. Wenn man da schnell. Ja, dreht er schon wieder durch. Guck mal, hier an den Fässern. Doch, hier unten. Ach so, hätte ich hier runtergehen müssen? Ah, das haben sie aber deswegen. Das Viech, ne? Wartet der da? Die kleine Ratte, ey. Okay, aber hier müssen wir lang. Und dann suchen wir die Rüstung. Dann geht es aber. Ich dachte, das dauert alles länger. Und das noch irgendwie noch mehr Zwischenmissionen. Das ist eigentlich sehr fair gestaltet, muss ich sagen. Das ist mehr so, ja. Sanfte, schnelle Erfolge. Nicht so stundenlang da rumögeln mit einer Mission, sondern finde ich gut. Also sehr gut balanciert, das Spiel. Um das mal so nebenher auch nochmal, ne, als Statement. Ich bin sehr begeistert. Also ich liebe diese Maus. Tilo. Hätte ich Geld, also das, sonst finde ich es ja immer total albern, wenn die Leute so den ganzen Merch und die Figuren und die teure Kaufversion da haben und mit Figürchen drin und Blödsinn. Von ihm hätte ich gerne eine. Oder wer weiß, naja, den Frosch nicht. Der war zwar lustig, aber hier von Tilo, vielleicht schnitze ich mir den mal. Vielleicht schnitze ich mir die Figürchen mal. Das fände ich schön. Die er in der Tasche hat. Verkaufe ich dann bei eBay und werde stinkenreich. Ja. So, träumen darf man ja.